Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Packtour auf unserem Kanal. Und ich bin tatsächlich nicht alleine, die Jungs sind schon wieder dabei. Das wird ja immer besser hier bei uns, dass wir alle drei endlich mal auch mal wieder zusammen diese ganzen Videos machen. Und ja, als erstes dürft ihr natürlich Hallo sagen, gell? Hallo. Hallo. Das übliche Hallo, gell? Das übliche Hallo, genau. Ja, wir sind heute bei Temos Paradise Pier. Mal wieder ein Park von Temo. Der hat uns ja ein paar Parkbewerbungen zukommen lassen. Und ja, es kam jetzt tatsächlich, nachdem Temo seinen Parks hochgeladen hat, bei uns im Discord tatsächlich noch vom Sonic nochmal einer. Und wir haben natürlich auch noch den Biertastic, der vielleicht für den einen oder anderen auch ein Name ist, hat uns auch oder hat uns in Discord gefunden, sag ich mal. Und naja, macht er auch bei der Challenge mit. Und was ich natürlich sehr hoffe, dass er bei der Challenge mit, ne? Zum jetzigen Zeitpunkt steht es ja noch nicht zu 100% fest. Aber er hat uns natürlich ein paar Parks auch hochgeladen. Da sind wir natürlich ganz heiß drauf und auch sehr gespannt, wie sie aussehen, also wenn man ihn kennt, also es ist schon Wahnsinn, was er baut. Und, sieht sehr beeindruckend aus, ja. Ja, und ja, da könnt ihr euch freuen und wir freuen uns auch schon sehr drauf. Und ja, aber hier geht es jetzt erstmal um Temos Paradise Pier. Ein recht kleiner Park, tatsächlich mal vom Temo. Zumindest von oben. Also es ist tatsächlich ein kleiner Pier. Ne, wie man jetzt hier von außen so sieht. Und ja, es sieht auch sehr stark wieder nach viel Achterbahn aus. Wir haben tatsächlich 11 Achterbahnen und eine geschlossen. Ja. Auf so einem kleinen Pier. Ordentlich, gell? Also der Workshop sieht schon schön aus. Ja, auf dieser Fläche hier so 11 Achterbahnen reinzubauen, ist schon auch eine Kunst, gell? Ja, ist schon gut was los da. Auch hier mit Feuerwerk. Haben wir das auch schon mal mitgenommen. Die Pre-Show. Ja, es sieht auf jeden Fall so aus, wir uns da einiges erwarten. Ja, ja. Joa. Ja, wie immer noch die Videobeschreibung. Der Start ist ja wieder perfekt bei uns hier. Gibt aber nicht viel zu erzählen tatsächlich. Also er hat geschrieben als Beschreibung My first Finnish park with Planet Coaster in the six different coaster and many more of rides. I wish you a great fun in the park. Also ich habe gerade eben 11 Achterbahnen gelesen, aber gut. Sorry, ich war das einfach insgesamt 11 Rides. Sorry for my bad English, I'm from Germany. Sehr lustig. Hallo und willkommen in meinem ersten fertigen Park mit Planet Coaster, hat er da nochmal auf Deutsch geschrieben. So. So viel dazu. Also es ist sein erster fertiger Park tatsächlich. Ja, dann fackeln wir nicht lang und starten hier jetzt mal endlich, gell? Ja, so wie man das macht. Erstmal weg vom Park gehen. Genau, erstmal hier weg vom Park. Und erstmal ins Hotel einchecken. Erstmal einchecken im Paradise Inn, oder? So ein richtiges Schloss. So ein richtiges Schloss, ne? Weißt du, woran mich das erinnert? Ist euch das vorhin auch aufgefallen, als ich hier... Ach ja, ich weiß, was du meinst, ja, ja. Ja? Das Hotel ich weiß ganz genau, woran mich das erinnern soll. Nur ein Schlagwort? Ja, ich weiß den Namen von dem Ding leider nicht mehr. Aber Metaro weiß den bestimmt noch. Vom Hotel meinst du? Ja. Ja, Hotel Paradise. Hieß das so? Ja, das hieß so. Okay. Nee, das ist so das, was ihr meint, das, was ich gebaut hatte. Das ist ja auch so. Ja, ja, ich habe jetzt nur nachgefragt gehabt, weil das ja hier auch Paradise Inn heißt. Ja, es hieß wirklich auch Hotel Paradise. Ja, aber das kenne ich jetzt nicht, was du meinst. Was hast du denn gedacht? Ja, ich glaube, da hat der Rico und ich an das Gleiche gedacht, nur du warst an was anderes. Ja, ich habe an Mushroom gedacht. An Super Mario. Ach so. Das Hotel
von dem wir sprechen, das steht in Communiversal. Communiversal ist doch auch so bunt mein Hotel gewesen. Deswegen kam das Rick und mir dann halt im Sinn. Okay, alles klar. Gut. Ja, daran hatte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Dreht sich nicht immer um euch. Nee. Schickes Hotel, dennoch. Ja, absolut. Ne? Ist man auch eigentlich gar nicht gewohnt, eigentlich. Ne? Sieht echt top aus. Ist schön gemacht. Ich finde das auch lustig, dass das hier alles so nicht eintönig ist, sondern halt auch mit verschiedenen Farben gearbeitet worden ist. Mhm. Haben wir einen kleinen Pool. Und, Es ist halt relativ simpel gebaut, ne? Aber ich glaube, diese Form ist super interessant. Ja, ne? Finde ich auch. Auch hier überall diese kleinen Türmchen. Ne, ist schick. Mhm. Aber es gibt ja nicht nur das Paradise Inn, tatsächlich. Das sind auch noch 11 Achterbahnen oder so. Nee, es gibt noch ein Hotel. Noch ein Hotel. So. Das ist das Hampton Hotel. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Also so ein klassisches Hotel eigentlich, ne? So UFO-mäßig. Ja. Ja. Und dann gucken wir hier rein. Ist auch leer. Und hinten gucken die Bäume ein bisschen raus, aber hier. Alles gut. Das ist ein sehr funktionales Hotel. Wie sieht es hier im Dunkeln aus? Bisschen grün, ne? Okay, grün und blau. Grün und blau. Geschlagen. Gut. Oh Gott, jetzt habe ich ihn erst verstanden. Oh Gott. Oh, nee. Guck mal, Tude Mitaro, Metro. Ja. Okay, aber wir sind ja wegen dem Park eigentlich hier, gell? Nicht wegen dem Hotel. Aber wir haben jetzt hier unsere Koffer abgegeben und wir starten jetzt hier los. Ein paar kleine Ticket-Shops. Alles, was wir brauchen, finden wir direkt am Haupteingang. Sehr das gut. Ist doch, ja. Auch ein simpler, einfacher Brunnen. Schick gemacht. Mhm. Und dann können wir schon hier rein. Und was habe ich noch letztens bei der letzten Parktour gesagt? Es ist. Da hast du eine ganze Menge gesagt. Wie immer. Ja, das stimmt. Aber ganz am Anfang vom Park. Achso, ja, es ist immer das Karussell, ja. Es ist immer dieses Karussell am Anfang. Es hat jeder. Fast jeder dieses Karussell am Anfang immer stehen. Das ist so dieses klassische. Gerade im ersten Park, ne? Ja, immer. Das ist so irgendwie das typisch klassische. Ja, stimmt, wenn ich so zurück überlege. Ich glaube, beim ersten Park stand das auch ganz am Anfang drin. Aber er konnte es sich nicht. Venedig auch. Ja, gut, aber das Ding heißt ja auch Venetian Carousel. Ne? Das ist ja. Da musste ich es ja reinstellen. Ja. Ja, das stimmt schon. Er hat tatsächlich hier eine Monorail durchgefahren, ne? Ist doch nur ein Pier. Aber gut. Warum denn nicht? Ist ja auch viel los auf dem Pier. Das ist ja echt viel los, gell? Und nochmal. So auf knapp 2000. Dann erwartet uns hier das Star Wheel. Also wir gehen am Ende natürlich wieder bei Dunkel. Wir haben zwar am Anfang schon geguckt, aber gehen nochmal ein bisschen am Ende drüber. Naja. Schauen wir uns das natürlich auch im Abend an. Ich habe jetzt hier gesehen. Nee, wo war's? Da, Stuff Only. Er hat auch Backstage. Ah. Es gibt auch Backstage. Wichtig und richtig, genau. Jo, reicht ja schon vollkommen aus. Hier, guck mal hier, Stuff Only. Hier kannst du dann deinen Parkausweis abgeben und zeigen und dann darfst du hier rein. Ist eine gute Position dafür. Absolut. Ich finde die Lampen interessant. Ey, gut, war sein erster Park, ne? Die wird er heute nicht mehr so bauen. Wir kennen ja seinen Baustil. Ja, hat schon was getan. Sieht man schon ein bisschen, aber für den ersten Park ist es trotzdem cool. Ja, absolut. Voll gut gemacht. Hier mit der Windmühle. Auch lustig. So, dann haben wir hier Fantasy Tour. Das wird wahrscheinlich hier diese Autobahn sein hier. Oldtimer Tour. Fantasy Tour sein. Ja. The New World. To the New World. Ja, da fahren wir jetzt aber nicht mit. Da, ich denke mal nicht, dass hier allzu viel passiert.
Ja, stimmt. Da sind jetzt keine Trigger drin oder so. Ich habe jetzt nichts gesehen. Aber wir kennen die Animatronics doch. Wir wissen doch, was passiert, wenn wir da langfahren. Ja, das stimmt. Ja. Hier und da passiert mal was, aber... Aber trotzdem was zu sehen. Trotzdem, ja. Gibt einiges zu sehen, ne? Ich mag das hier mit dem Postding hier, mit diesem... Ach, Kutschenwagen cool, ja. Hier mit dem ja. Eingang und Ausgang und das, die Begrünung da oben drauf. Gefällt mir richtig gut, das Häuschen. Ja, es hat was. Passt zu dem Stil auch. Ja. Schön, schön. Coast of Coast. Nee, To Coaster. Wird das Coast unsere Coaster. Erste Achterbahn? Mhm. Ja, es wird. Sieht nach einem Boomerang aus. Oh, dann machen wir hier direkt mal P. Ja, der Wagen steht schon ganz gut da. Der Wagen steht schon ganz gut da. Tja, wenn dieses Video rauskommt, sind wir schon lange im Walibi Holland gewesen. Da haben wir natürlich auch diese Achterbahn gefahren. Tja, leider so? Kann ich... Ja. Leider kann ich dazu jetzt nichts... Oder? Warte mal, jetzt muss ich das mal ja. Ich habe keine Ahnung, wann... Jetzt aber morgen, ich weiß es bald. Das? Gib mir einen Moment. Ja, ja, doch, waren wir schon gewesen. Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Nee, stimmt. Genau nach dieser Parktour in der stimmt, Woche. Ja. Also wir sind also in zwei Tagen. in drei Tagen. In drei Tagen, ja. Mittwoch früh. Mittwoch früh geht's los. Ja, diese Achterbahn fahren wir. Im Walibi Holland, jetzt haben wir es. Die Parktour hier kommt am 2.6. und wir fahren am 5.6. dorthin. Also solltet ihr auch zufällig da sein, gebt kurz Bescheid, damit wir euch aus dem Weg gehen. Nein, natürlich nicht. Wir fahren jetzt hier unsere erste Achterbahn, Coast to Coaster. Eine klassische Boomerang-Bahn. Vermutlich. Irgendwann geht's los. Das ist auch wirklich der ganze Platz genutzt, ne? Das sind keine leeren Ecken oder so dazwischen. Das stimmt, da hat er echt gut drauf geachtet, ne? Ja, überall steht irgendwas. Auch hier überall die Zäune und so, ne? Auch an alles gedacht. Ja. Auch wenn es jetzt ein bisschen knapp ist. So, das spulen wir jetzt hier vor und dann fahren wir hier wieder zurück. Das ja, Ganze fahren wir rückwärts. Ist der Platz. Das wird tatsächlich mein erster Boomerang werden, ne? In Walibi Holland. Ich bin noch nie in Boomerang war gefahren. Bist du noch weit gefahren? Nicht diese Form von Boomerang. Ach so, okay, ja. Okay, ich mach ja nichts. Also dieser normale Family Boomerang, ja, okay. Aber hier jetzt dieses Fahrgeschäft. Sind das nicht eher klassische Boomerang als Reik? Das hier? Das hier, ja. Ja, 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 das ist der klassische Boomerang eigentlich, ja. Bin ich sehr gespannt, wie sehr die schlägt. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie extrem schlägt. Crazy Spin, dann haben wir hier einen Top Spin. Wunderschön. Ja, auch wieder schön eingebaut, ne? Ja, es passt alles farblich ganz gut zusammen, ne? Alles ja. In dem Rot-Blau. Ja. Ja, guck mal, das ist clever. Die Bahn eben war rot, das auf der rechten Seite ist blau und das Ding dazwischen ist rot-blau. Stimmt. Gut, aufgepasst. Als richtig Gedanken gemacht. Wenn es so war. Ja gut, kann auch Zufall sein. Kann auch Zufall gewesen sein. Walzer, Exit Only. Aber ich glaube, da vorne haben wir noch eine Achterbahn. Da ist noch Typhoon gewesen. Exit. Exit. Stuff Only. Budget Exit, ey. Ah, hier ist nochmal ein Backstage. Ach, hier sind die Tonnen. Ah, sehr cool. Oh, was haben wir hier? Nix. Okay. Lagerhaus. Lagerhaus ist halt noch leer. Und hier? Ah, ein Shop. Ah, hier hat er an der Tür gedacht. Cool. Sehr cool. Also, Bewaffnungskameras braucht ja auch kaum jemand. Stimmt, ne? Das stimmt. Das ist Exit Only. Okay. Ja, links. Ja, ach, wahrscheinlich. Hier, ne? Ja, hier, Typhoon. Ja. Yay. Bin ich auch meine erste im Dune Riddle gefahren. Typhoon Achterbahn
Fand ich tatsächlich jetzt nicht der Oberhammer. Muss ich tatsächlich sagen. Aber. Muss ja nicht heißen, dass die hier nicht gut ist. Ja. Also, falls ihr seht, dass ich ein bisschen hier so rumflagger im Bild, dann tut es mir leid, aber irgendwie klappt das heute nicht so ganz mit meinem Greenscreen. Aber es soll ja nicht so schlimm sein, habe ich gehört. Geht noch. Geht noch, gell. So, wir spulen das Ganze hier vor und gehen hoch, die Luzi. Auf geht's. Ist immer gut, wenn man, wenn man Leuten sagt, ach, am besten nicht da drauf. Ja. Habe ich doch eigentlich in dem Sinne. Jetzt gucken die nur noch auf meine Schulter. Jetzt bist du noch am Flackern. Jetzt bin ich noch am Flackern. Ja, ich versuche mich ja schon so wenig wie möglich zu bewegen. Ja. Sieht gut aus. Auf engstem Raum eine solide Strecke. Ja, das war auch so mein erster Gedanke. Auf extrem Raum. Ja, echt zusammengeknallt, ne? Guck mal. Schiene ja, über also Schiene. Ja, hier ist halt begrenzt, ne? Da muss man irgendwie... Ja. Wie man es halt unterkriegt. Aber trotzdem schön. War doch vollkommen okay. Ja, okay. Für seinen ersten Park und so die ersten Achterbahnen an sich. Würde ich jetzt mal einfach behaupten. Die könnten auch sehr viel ruckiger sein. Die könnten auch so sehr viel ruckiger sein. So, Exit Only, Walzer. Walzer. Mit zwei Z. Achterbahn, geil. Was? Geht Schlag auf Schlag hier. Direkt in die nächste Achterbahn. Oder auch nicht. Nö. Dann haben wir hier dieses Fahrgeschäft. Ah, da konnte er auf jeden Fall schon mal rund bauen, ne? Ja, ist auch, also... Nicht selbstverständlich. Kann nicht jeder. Ist auch nicht so 100% gut geworden. Aber ja, hat's probiert. Ja. Ist doch vollkommen okay. Reicht doch aus. Von drinnen passt. Von drinnen passt's eben. Genau. Hier ist der Walzer drin. Perfekt. Guck mal, hier ist ja Schlag auf Schlag hier. Und dann kommen wir hier direkt zum nächsten Sunflyer. Was das wohl sein könnte. Hm, ein Freefall Tower? Nein, das ist natürlich ein Kettenkarussell. Von der. Da kriegen mich keine fünf Pferde rein, ganz ehrlich. Ich bin einmal so ein Ding gefahren, nie wieder. Das glaube ich. Alter Schwede, ist das hoch. Ich traue Ketten nicht so gerne. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich traue so Ketten nicht. Ich war so froh, wieder unten zu sein. Und zwar stand das Ding im Holiday Park. Das steht ja heute nicht mehr da. Das ist, glaube ich, verkauft oder irgendwas. Keine Ahnung, irgendwas war da. Und auf jeden Fall bin ich dann da das Ding gefahren. Alter, ich habe so gehofft, ich komme wieder runter. Also klar, runter kommst du immer, ne? Aber heil runter. Ja, wie? Ja. Also, so, ich war hier auch schön wieder eingebettet, ne? Hatte hier ringsrum Zäune, dann ein bisschen Grünzeug. Jo, reicht ja auch, vollkommen aus. Oh, sieht doch schick aus hier, finde ich. Oh, fliegt ihr mal da oben. Ja, Kettenkarussell ist auch nicht meine Welt. Oh, Kettenkarussell an sich finde ich eigentlich das cool, aber das Ding. Da ist schon ordentlich. So, Brain Wheel. Jetzt aber Achterbahn. Nein. Nee. Wieder ein Fahrgeschäft. Aber passt auch der Name. Hier ist sie auch wieder runtergebaut. Aber hier ist schon besser geworden. Ja, ne? Hat sich gesteigert. Ja. Auch wieder hier schön, ne? Das sieht auch wieder sehr gut aus. Vollkommen in Ordnung. Überall die Achterbahn hier durchpesen. Wahnsinn. Ja, was ist los? Was ist denn hier? Kommt man hier auch irgendwo hin? Das ist Deko. Das. Ah, guck mal. Hier ist eine Treppe. Sehr cool. Oh, passt ja. Ja, und alles gedacht. Steht gerade da. Perfekt. Ah, das ist Wahnsinn, ne? Also da denkt der Temo echt immer dran, ne? Und diese kleinen Kleinigkeiten. Was ein Haufen Arbeit ist am Ende und sowas von nervig ist. Wild River. Ach, wir haben sogar Wasserball hier. Alter Schwede.
Was ist denn hier los auf dem Pier? Alles. Alles. Scheinbar. Komplett custom die Q-Line. Also, ja, das ist doch sowas wie, so eine Wasserbahn halt. Das ist das, was man am ehesten neben dem Pier auslagern könnte. Ja, eigentlich schon, gell? Ja, fliegen wir einfach mal mit. Boah, alles hier knapp. Kann man alles anfassen? Oh ja, alles okay. Alles ein bisschen knapp hier, aber so muss das. Ja, ist halt permanent irgendwas um mich drumherum. Ja. Oh, kannst fast abstatschen, ne? Fast, würde ich sagen, ja. Wir haben tatsächlich auch einen RMC-Coaster hier. Das wird auch für uns alle die erste RMC-Achterbahn sein im Walibi Park. Ja, das ist richtig. Ja, bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also, ich habe bisher nur Gutes gehört. Ja, ja, ich auch. Und, ja, sehr, sehr gespannt. Aber, ja, natürlich. Natürlich werden wir auch einen Vlog daraus machen, ne? Also, steht ja. Naja, der kommt dann irgendwie in ein paar Jahren. Nee, dafür haben wir ja für den Hansa-Park-Vlog hat es ja auch nicht so lange gedauert. Ja, fühlt sich immer so an bei diesen Videos. Ja, das fühlt sich immer nur so an. Aber was lang währt, wird langweilen, ne? Oder wie sagt man? Wie ist der Spruch? Was lang währt, wird endlich gut oder so? Keine Ahnung. Ich wüsste es auch nicht. Keine Ahnung, hast du jetzt gesagt? Schreibt es einfach mal in die Kommentare, würde uns mal interessieren. Was lang wird, wird langweilen? Das klingt irgendwie langweilig, ne? Ja, genau. Na gut. Aber der Park hier ist ja wirklich alles andere als langweilig. Er ist ja permanent ein bisschen quatschen, schon müssen wir nächste Achterbahn. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist Schlag auf Schlag hier. Ja. Sehr interessante Fahrt auch übrigens. So eine in sich. Ja, du musst auf den PR gucken, wo du den Platz hernimmst, ne? Vor allem wusste ich auch gar nicht, dass man sowas im Planet Coaster überhaupt bauen kann. Ja, ich war jetzt auch ein bisschen irritiert. Wir hatten ja schon mal einen Park gehabt, der Mitaro und ich. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Da war auch so eine blaue Achterbahn, die auch so in sich war. Die war ja auch richtig gut gemacht. Ich meine, ich erinnere mich aber auch daran. Green Revenge hieß dieser. Ich habe davon aber auch schon eine gebaut gehabt. Du? Ja. Da gab es Seven Sense noch gar nicht. Aber morgen fahre ich ja übrigens in den Holiday Park. Also am 3.6. bin ich im Holiday Park. Ach stimmt, ja, in der Zeitlinie, ja. Ja. Ja, da ich meine, ich bin auch die, ich glaube am 11.6. glaube ich, bin ich im Toverland. Ja, cool. Da war ich ja auch. Alles in dem Monat, ne? Stimmt. Stimmt. Fährst zweimal nach Holland. Da muss ich aber auch noch einen Park hin. Ja. Mal gucken. Du kannst ja in den Fort Fun. War meine Überlegung, ja. Geht sicher an, ne? Gibt ja genug Parks hier. Crazy Cyclone. Ja, Fort Fun ist halt am nächsten, ne, von mir. Ja, deswegen, ja. Oder Heidepark. Heidepark wäre auch geil. Da war schon ewig nicht mehr. Aber seitdem die da jetzt keine neue Achterbahn mehr hingebaut haben oder so, bin ich schon nicht mehr hingefahren. Ja. Ja. P. Oh, die nehmen wir mit. Ja, passend zum Wasserthema, ne? Und schon wieder die nächste Achterbahn hier. Hier geht ja ab wie Schmidts Katze hier. Hast du die Strichliste geführt, Kevin? Nee. Schmeck mal. Ich bin gerade mal so aufgefallen. Lass mal einmal drin. Mir doch scheißegal. Ja, ich denke auch. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass wir uns so ansprechen? Dass wir uns so ansprechen, ja. So war mal mein Plan.
So machen wir da Plan, wo wir noch geplant haben. Ja, wo wir noch geplant haben, wo wir noch auf Zettel geschrieben haben. Damals, als wir uns Gedanken gemacht haben, was wir hier machen. Ja, eben. Jetzt einfach drauf, egal, drauf los. Ja, jetzt einfach egal. Ich bin so gespannt beim Walibi, wie die Fahrt wird, ey. Ja. Obwohl die Bahn ist alles so kompakt gebaut. Ja, ne? Ja gut, auch ein Pia ist jetzt auch nicht so viel Platz. Ja, aber es ist aber dennoch gut. Ist ja nicht schlecht. Ja, wenn da nie überall Stützen wären, dann wäre mir jetzt auch gar nicht aufgefallen, dass es so eng ist. Vor allem der erste Drop, guck mal, wie steil das da hochgeht. Wenn du so einen Arm siehst, frisst ja normalerweise auch ordentlich viel Platz. Ja. Schon sehr gut gemacht. Hier eine komplette Ecke damit aufgebraucht, ne? Ja. Ja, ist wahrscheinlich eine von den größten Bahnen im Park. Ja. Ja, die Weiße ist die größte, die da gerade als rummacht. Die geht nämlich durch den ganzen Park, bis sie komplett. Ja, die war irgendwie überall, das stimmt. Hier haben wir dann auch wieder Stuff Only. Ja, einmal komplett außenrum. Ja, einfach mal komplett außenrum. Only Stuff. Sehr schön. An alles gedacht hier. Ja, ich mag es, wenn man daran denkt. Macht den Park wieder realistischer, ne? Ja. Das ist so. Gut, bevor wir uns hier verlaufen, hier waren wir. Ja. Crazy Cyclone und wir gehen jetzt zu Fireball. Ist jo. Dann natürlich hier klassisch, ne? Auch fast in jedem Park zu sehen. Auf unserer Parktour, Reise, auf Planet Coaster. Und solltest du irgendwelche Videos verpasst haben, natürlich haben wir jede Menge Parktouren auf unserem Kanal. Genauso wie Bella Italia Parts. Hab keine Scheu, klick die Stadt durch. Du wirst schon irgendwas finden, was dir richtig gut gefällt. Guck einfach alle Videos, irgendwann wird dir schon gefallen. Guck einfach alle Videos. Bis zum Ende. Baby Dragon hört sich an wie ein Kiddie Coaster. Ja, schon. Sieht auch sehr nach Kiddie Coaster aus. Sieht auch sehr nach Kiddie Coaster aus. Baby Dragon. Mal sehen, was uns hier erwartet. Also noch keine Bahn. Na, dann springen wir vor. Sollte anscheinend nur eine drauf sein, weil die recht klein ist halt. Ich denke auch. Ja, ist ja auch ein bisschen ungünstig mit mehreren Bahnen, wenn die mehrere Runden fahren. Eine VR-Bahn. VR-Brillen. So. Jetzt muss nach hinten. Sprung hier nochmal vor. Und? Na? Haben die... Okay. Sind das Zwillinge? Ja. Ja, fast, ne? Hat sie nur Zwillinge. Die Hautfarbe ist vielleicht anders, aber sonst, ne? Und die haben beide ihren Sohn dabei. Ah, geil. Das ist doch jetzt echt Zufall, oder? Ich glaube, ich klicke die gleich mal an. Nachher kriegen wir angezeigt, hier Geschwister oder so. Derselbe Nachname. Derselbe Nachname, genau. Wir haben auch das gleiche T-Shirt an, sind Zwillinge oder ja. So. Ja. Gut, der eine hat ein bisschen mehr graues Haar. Und eine Brille. Ja, so eine Brille. Sehr lustig, ja, auf jeden Fall. Ja, war ein klassischer Kiddie-Kurs, oder? Also. Ja. Ja, absolut. Vom Tempo her und alles, ne? Kann man nie mehr. Nur Erwachsene auf der Achterbahn. Klassischer Kiddie Coaster. Klassischer Kiddie Coaster. Ja, die Kinder sind im AMC. So, jetzt muss ich hier die erstmal anklicken. Wilfredo Brevstar. Die laufen auch zusammen rum, ne? Raymond Brevstar. Das ist ja wirklich. Ja, richtig. Ja, das ist gut, ey. Das ist ja echt witzig. Oder gab es ein Update für das Spiel? Ich bezweifle ich ein bisschen. Die halten Händchen. Nee. Sah nur so aus, oder? Sah nur so aus, oder?
Das wäre jetzt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie wirklich zusammen rumlaufen. Ja, gleichgeschlechtliches Paar, warum denn nicht? Nee, hätte ich das aber das erste Mal gesehen. Hab ich auch nichts gegen. Ja, das ist ja das, was ich meine. Ja, deswegen. Kann man hier irgendwie was. Erwachsene. Gruppenmitglieder steht hier nur. Gruppe hinauswerfen. Bin noch nie auf so einen Gast draufgegangen. Ich hätte wirklich niemals mit gerechnet, dass die beiden wirklich zusammen in einer Gruppe sind. Das war doch jetzt echt der Hammer, oder? Ja. Ja. Aber die halten die grundsätzlich nicht Händchen? Das würde mich immer ganz stark interessieren. Ich glaube schon, dass die Händchen halten. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das sah nur so aus tatsächlich. Aber was für ein Zufall war das denn jetzt gerade bitte? Also ehrlich, das waren doch Zwillinge. Nighttime Show, Showtime from 8 und 9, also 8 oder 20 und 21 Uhr. Das ist dann wahrscheinlich die Feuerwerkshow, ha? Ja gut, das gibt schon eine ganze Bühne. Aber das wollen wir uns natürlich genauer anschauen. 20 Uhr? Geht das so? Ja, da oben sehe ich schon so Feuerwerkskörper. Gibt es denn einen Auslöser? Kann ja auch wirklich auf die Uhrzeit getimed sein, ne? Kann natürlich auch auf die Uhrzeit getimed sein. Ja gut, aber die Uhrzeit ist dann jetzt aktuell 13 Uhr. Also es muss ja so oder so irgendwo ein Auslöser stehen, auch wenn das eine Uhrzeit ist. Ja gut, dann such dir mal. Ich sehe nicht mehr als du. Beim Feuerwerk, guck mal, wo du vorhin warst. Ja, irgendwo muss ja ein Auslöser sein. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wir sind ja auf jeden Fall getriggert. Am Anfang haben wir ja gesehen, dass das Feuerwerk da ist. Ja, ja, genau, richtig. Wo bist du, Trigger? Kontrollraum. Ich weiß ganz genau, dass du hier irgendwo bist. Nein? Okay, gut. Da steht auch Uhrzeit, ne? Ja, aber wir haben jetzt 14.45 Uhr. Also wird das Ganze noch ein bisschen dauern. Ja, so ein bisschen Park haben wir ja auch noch. So ein bisschen Park haben wir noch. Gut, den Auslöser finden wir jetzt nicht. Dann haben wir natürlich noch hier ein kleines Kettenkarussell. Sehr gut. Ich finde, die Farben passen auch ganz gut zu dem Pier und zu dem Ganzen. Mir gefällt das hier mit diesen Betonstützen hier. Dass da die Lampen so drauf sind mit dem Zaun. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist eine coole Idee. Hat was. So, Exit only. Und dann haben wir hier hinten nochmal Stuff only. Wieder Milton. Aber hier wirklich an alles gedacht. Blue Wave heißt das Ding. So passend. Absolut. So, dann gehen wir hier zu Old Looper. Old Looper. Wird wahrscheinlich richtig, wieder eine Achterbahn. Richtig klassisch für so einen Pier, ne? Und dieser Achterbahn-Typ. Klassische Arrow. Ja. Aber auch typisch für Amerika, oder? Also. Wahrscheinlich schon. So ein typischer Ami-Achterbahn, ne? Typischer Korkenzieher. Ist der Boomerang aber auch. Ist auch ein Korkenzieher-Typ. Oder? Sieht zumindest ähnlich aus. Ja, gibt's zwei Varianten von den Boomerang. Ist ja im Endeffekt das selbe Fahrgeschäft wie halt auch im Heidepark, oder? Das ist richtig. Bei der Big Loop. Ja. Ist ja auch ein Oh Gott. Kommt hier? Ja, danke. Gott. Gerade eben noch gesagt vor 2 Sekunden. Unfassbar. Gleich haben wir 8 Uhr. Die Sonne geht schon unter. Ja, wir müssen jetzt 17 Uhr haben. Oh, das ist knapp. Das ist echt knapp. Deswegen wahrscheinlich auch die dramatische Musik.
Das war's. Das ist aber echt kurz. Hier, wenn ich jetzt nur 25 Euro Eintritt bezahle für den Park, fahre ich auch die kurzen Achterbahn 5-6 Mal. Ja, klar. Aber an sich war das trotzdem wieder super. Super gemacht. Was haben wir jetzt? Ja, 18 Uhr. Soll ich die Uhr gucken hier? 18 Uhr. Old Looper. So, da haben wir hier das Ding. Eine recht kurze Fahrt, aber an sich ganz cool. Hat jetzt auch nur den Looping und hier einmal den Korkenzieher drinne. Ja. Ansonsten vollkommen ausreichend auch, ne? Super. So, Pizza Pan. Ja. Der gute alte Octi. Das war eine schöne Aussicht da mit dem Hotel da hinten. Ja, das stimmt. Ja. Sieht echt gut aus. Ich vermisse den aus dem Heidepark, ne? Ja, der war so gut. Der gute alte Octi. Das Seemonster. Das Seemonster. Echt schöne Fahrt. Ich glaube aber hier bei dem drehen sich die Gondeln. Doch, bei dem drehen sich auch die Gondeln, ne? Ja, ja. Es gibt ja auch die Krake ohne drehende Gondel. Wo sich nur die Achse hier dreht. Ah, ja. Und die gar nicht, die Gondeln. Ich mag es eher, wenn die Gondeln sich auch drehen. Wenn sich alles dreht, muss ich alles drehen. You drive me crazy. Stell dir vor, bei dem Ding wird sich alles drehen. Wenn sich da die Gondeln noch mitdrehen würden. Das wäre auch lustig, so, ne? Ja. Dann ist es ja gar kein so entspanntes Fahrgeschäft mehr. Das wäre der Hammer, dass echt so ein Ding entwickeln wir. Oh, wir haben 10 vor 8. Schnell. Das wird der TÜV aber nicht abnehmen. 10 vor 8. Ist jetzt Feuerwerk oder Thema ist das wirklich Paradise Show? Pier. Weiß ich nicht. Feuerwerk, okay. Du musst das hier unten auch noch im Blick halten, siehst du? Guck mal, da kommt Ja, stimmt, ja. Man muss sich hier unten hinsetzen. Ja, aber kann man da, dann siehst du ja von oben nichts mehr. Gar nichts mehr. Oder? Ja, so ein bisschen doch, geht schon, ne? Geht noch, ja. Wow. Oh, hier brennt's auch. Darf nicht zu nah dran gehen. Oh. Ja, erste Reihe verbrennt sich ein bisschen, aber alles gut. Oh. Deswegen hatten die Zwillinge wahrscheinlich auch keine Haare mehr auf dem Kopf. Nur außen. Ja, die haben sich gedacht, ich habe ja Eintritt bezahlt, dann nehmen wir alles mit. Komm, wir setzen uns in der ersten Reihe und weg war die. Ja. Ja, schön. Jetzt haben wir es doch im Dunkeln hier in dem Park, ja? Ja, guck mal, ohne jetzt irgendwie durchzuschummeln mit den Zeiten, wie man auch wirklich dann in die Uhrzeit dahin laufen würde. Finde ich gut. So, passender Name, Fuzzwheel. So, jetzt haben wir die Show auch gesehen. Wunderbar. Jetzt gehört aber auch so ein Pier dazu einfach, finde ich. So ein Feuerwerk. Ja. Ja, auf jeden Fall. Baby Dragon. So, hier waren wir schon. Ja, waren wir schon mal. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. Hier ist Around the World. In 80 Tagen mit dem Heißluftballon. Finde ich auch sehr passend, ne? Aber das ist tatsächlich nicht das Fahrgeschäft Around the World. Was ist das hier? Around the World. Ich glaube, ich liege einfach jedes Mal falsch bei den Fahrgeschäften heute. Nee, ich wollte Around the World. Das hier ist nicht Around the World. okay. So eine Ballönchenfahrt. Die gibt's auch im Holiday Park. Eine sehr, sehr gemütliche Attraktion. Mm, finde ich irgendwie auch schön, wie es ist. Die heißt auch Ballon Tour. Ja, das ist ja das, was passiert, ne? Jo. Ja. Ich finde immer wichtig, mal so ruhige Fahrten zwischen den ganzen actiongeladenen Bahnen zu fahren. Ja, absolut. Ich hoffe ja, dass sie so einen Bumper-Dumper haben.
Unser das Ding ist die, super. Hatten die nicht sogar einen? Ich weiß es gerade nicht. Ich hoffe. Eigentlich hat das ja jeder Freizeitpark im Moment, ne? Die Dinger. Weil die singen irgendwie ein also, Trend irgendwie im Moment. Ich bin echt überlegen, so Dinge in den Garten zu stellen. Geil. Das wäre der Hammer, oder? Ich glaube, so krass teuer sind die gar nicht. Sind zwei, du bestimmt 2 Euro Eintritt. Oder so. 2 Euro Eintritt für jede Fahrt. Gut. Mach einfach Spaß, die Teile. Wir sind hier im Kreis gelaufen. Ich habe gerade eben nochmal geguckt. Ja, ich glaube, es gibt noch einen dritten Weg, oder? Ist noch Backstage ein bisschen. Und hier sind wir noch nicht lang. Hier ist dann der Titan. Das wird wahrscheinlich die Achterbahn sein. Ich drücke mal gerade Pause, dann nehmen wir die. Ich stelle mal keine Vermutung an. Ich habe da keine so guten Erfahrungen mitgemacht. Fastpass. Auch hier überall wieder Custom Queue Line. Schön, schön, schön. Oh. Das ist die Haupttraktion im Park, wenn ich mich also richtig sehe hier. Wenn du richtig liegst mit deiner Vermutung. Ja, gut. Ich habe gerade mal so im Sturm geguckt nach dem Freefall Tower. Hat schon einer sich auch schon gefragt, wie viel ein Freefall Tower kostet für einen Garten? Echt? Da bist du bei 500.000 dabei. Weil ich, muss noch eine Null dranhängen. Nein. Und 50.000, doch. Da kannst du eine halbe Million. Bei so einem Million. Kleinen Ding? 500.000? Ja, ja. Für so ein kleines? Angeblich. Ja. Hast du richtig geguckt? Das glaube ich nicht. Ja, gut, bei gute Frage, das ist sowieso immer so eine Frage. Für sich. 500.000, never. Nee. Und was baust du Ding einfach selber? Nee. 500.000 kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich hätte so eher mit 100.000 gerechnet. Und das Max. Ahnung. Und das Max. Egal. Wir sind einfach auch keinen Referenzpunkt dafür, ne? Wir sitzen auf jeden Fall richtig, spulen das Ding hier vor und genießen die nächste Achterbahnfahrt. Viel Spaß. Das ist ein bisschen das Gegenteil von dem kleinen Mini Freefall Tower hier. Also die Achterbahn fährt dann jetzt wohl über den ganzen Pier, ja? Ja, einmal komplett rum. Aber sind wir wohl richtig lang gegangen, ne? So diese Achterbahn zum Schluss nochmal, damit jeder nochmal gucken kann. Zum Schluss. Was so alles gab auf dem Park. Aber auch schön hier so mit dem um das Gebäude rum. Voll cool. Mag ich sehr. Ja, ne, das ist im Prinzip, wie ich es vom Anfang auch gesagt habe, ne, das ist so. Das sieht cool aus, der Park so an sich. Im Großen und Ganzen. Wenn man mit der Bahn durchfährt, sieht man das richtig. Ja. Die Bahn hat mir echt gut gefallen. Die fahre ich jetzt nochmal. Aber diesmal um 22 Uhr, weil wir haben Halloween. Ja, dann ist sie auch warm gefahren. Dann ist sie auch warm gefahren, genau. Und wir spulen das in Planet Coaster vor, damit die Bahn warm gefahren ist. Das war ja der Hammer in Toverland, die Troja. Die sind wir ja einmal in der Mittagszeit gefahren und dann einmal abends. Und das ist abends so eine Höllenmaschine. Boah! Die ist für mich immer noch die beste Holzachterbahn der Welt. Oder sagen wir mal, die ich bisher gefahren habe. Ja gut, die anderen kannst du schlecht beurteilen. Ja. Aber die ich bisher gefahren bin, die Holzachterbahn, ist das. Es gibt keine bessere. Für mich. Nur meine Meinung. Und auch nur meine Meinung. Fällt das gerade so ein bisschen auf, dass der Park auch richtig schön beleuchtet ist, ne? Ja, absolut. Auch voll bunt beleuchtet, also nicht nur eintönig. Ja. So wie das Schloss, das Hotel Paradise Inn. Ja, ich würde sagen, das Thema Pier wohl auf jeden Fall getroffen. Definitiv. Wirklich schön. Gefällt mir. Tolle Fahrt, tolle Bahn. Das war jetzt wirklich letzte Achterbahn. Ich denke schon, weil da war ja jetzt hier links nur noch das da. Achso, ja. Und hier waren wir schon. Tatsächlich. Das ist ja ganz seltsam. Coast to Coast, da siehst du. Ja, fühlt sich komisch an. Die letzten
ich weiß gar nicht, 5 Minuten einfach die ganze Zeit so, die ganze Zeit Achterbahn nach Achterbahn, jetzt war er vorbei. Die letzten 2 Parktouren insgesamt waren 5 Stunden und 40 Minuten, ja. Und jetzt haben wir gerade mal, ich weiß gar nicht, muss mal gerade hier schauen. Sage und schreibe. Dreiviertelstunde, ne? Dreiviertelstunde gebraucht. Ganz komisch ist das. Und wir haben uns natürlich auch ein bisschen was angeguckt, ne? Die Show noch und alles. Also im Großen und Ganzen hätten wir wahrscheinlich nur 40 Minuten gebraucht. Aber wir wollen ja auch was zeigen. Und dafür sind ja auch die Parkbewerbungen da, um sie zeigen. Um sie zu zeigen. Ja, wenn sich jemand schon so Mühe gibt, einen Park zu bauen, dann möchte ich mir wahrscheinlich anschauen. Ja, natürlich, klar. Wir wollen ja auch Kritik haben, ne? Ist mir viel zu bunt. Nein. Also wirklich. Alles scheiße. Nee, also wirklich, wie da wunderschön gemacht. Dafür, dass es dein allererster fertiger Park war, Temo. Hut ab. Mm. Wirklich toll. Ja. Das ist genauso wie die letzte Parktour vom Druckluft Detlef. Der Name. Ich freue mich einfach. Ja, also der bleibt für immer in meinem Kopf. Also du hast es geschafft, mit deinem Namen bei mir im Kopf zu bleiben. Ey, Druckluft Detlef. Also das, dieser Name. Also DLD. Druckluft Detlef. Geil. Auch der, ne? Sein erster Park. Super. Ja. Übelst lange Achterbahn, aber alle mit Story tatsächlich. Und natürlich, klar, die Bahnen einfach viel zu lang, aber hier hat eigentlich alles gepasst, ne? Ja, so kurze Bahnen, hast einen Kiddie Coaster, hast alles Mögliche. Du hast eine Holzachterbahn, also ein RMC, ein Typhoon, ein Boomerang. Neue, ich finde es begeisternd, dass das so, wie viele Leute es gibt, die so gut von Anfang an einfach bauen. Ja. Das stimmt. Ich meine, wenn ich meinen ersten Park gesehen habe, naja. Ja, meine auch. Also. Das sah auch aus wie Kraut und Rüben. Aber das ist ja ein Pier. Ja. Bin mal gespannt, wie es hier drunter aussieht. Ja, das ist total normal. Das sieht unter jedem Pier aus. Naja. Ja, geht ja im Spiel auch nicht gut, manchmal auch nicht anders. Aber von der Seite sieht es ja gut aus. Ja. Ich habe jetzt einen realistischen Preis gefunden. Der wäre? Ganz kleine, also für Kinder kostet zwischen 20.000 und 50.000 Euro. Siehst du? Wie voll, ja. Einen mittleren, also sowas wie Screamy und sowas, kosten 50.000 bis 150.000, für genau, 50.000 bis 150.000. Siehst du? Habe ich doch gesagt. Haben wir gelernt heute. So in der Schiene habe ich auch gedacht. Ganz ehrlich, würde ich im Lotto gewinnen, du, da würde ich mir einen kaufen. Und nächsten Monat habe ich den im Garten. Machst deinen eigenen Freizeitpark auf. Ja, habt ihr von YouTube noch gar kein Geld gekriegt, oder was? Nee, hast du dir alles eingesteckt. Ich habe mich schon gewundert, was denn das. Ja, der Seven Sense Park wird nächstes Jahr eröffnet. Bella Italia heißt der. Ja, das sieht bei dir im Garten genauso aus, meinst du? Nee. Also nur Spaß. Okay, Leute. Nur Spaß. Wir verdienen hier kein Geld, wir machen das alles für den Spaß und das macht uns ja auch Spaß. Und ja. Vielen Dank für die Parktour. Parkbewerbung, Entschuldigung. Ihr müsst euch bei mir bedanken oder bei uns bedanken für die Parktour. ja. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier. War ein sehr schöner Park, hat mir sehr gut gefallen. Ich denke mal, euch auch, Jungs. Ja, auf jeden Fall. Ja, gut. Haben wir ja schon mehr von ihm. Auch in der Größe vielleicht. Ja, die Größe ist echt sehr angenehm, ja. Ja. Hier war ja permanent irgendwas los. Ja, auf jeden Fall. Ne? Die Größe ist auch sehr angenehm. Das passt so schon ganz gut. Und ja, vielen Dank für die Parkbewerbung nochmal und vielen Dank auch fürs Zuschauen bei euch
Und falls ihr natürlich auch Bock habt, dass ihr euren Park gerne bei unserem Kanal sehen möchtet, dann folgt uns doch gerne bei Discord und der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, genauso wie der Park natürlich auch, der ist auch bei uns in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso hätten wir auch gerne einen Daumen nach oben, ein Abo hätten wir auch gerne von euch, denn das ist immer kostenlos, kostet euch kein Geld und uns könnt ihr damit natürlich auch sehr gut weiterhelfen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch oder wünschen wir euch natürlich einen wunderschönen Sonntag und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Pläne, Kunst als Magie. Drum abonniert uns.